Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das SAP-System, das wir sowohl in der Vorlesung als auch für die Praktikumsaufgaben verwenden werden, erreichen können. Das SAP-System, das wir verwenden, wird vom UCC, dem University Competence Center in Magdeburg, gehostet. Aus dem Grund besteht der Zugriff aus zwei Schritten. Im ersten Schritt müssen Sie sich die IP-Adresse Ihres Rechners freischalten, sodass Sie überhaupt auf dieses ERP-System zugreifen können. Und der zweite Schritt ist dann die eigentliche Anmeldung an ERP-System. Sie sollten mittlerweile zwei E-Mails mit Systemzugängen erhalten haben. Eine E-Mail kam vom University Competence Center in Magdeburg und eine haben Sie über eine FH Aachen E-Mail-Adresse bekommen. Die E-Mail des University Competence Centers in Magdeburg enthält einen Benutzer, der die Form hat, sowas, H1521 gefolgt von vier Zahlen. Das ist der Benutzer, mit dem Sie später Ihre E-Mail, Ihre IP-Adresse freischalten können. Der zweite E-Mail enthält einen Benutzer, der hat die Form learn und dann gefolgt von drei Zeichen, also zum Beispiel learn007. Das ist der Benutzer, mit dem Sie sich am ERP-System anmelden können. So, also das sind die zwei Schritte. Erst freischalten Ihrer IP-Adresse, dann Zugriff auf das ERP-System. So, ich zeige Ihnen jetzt Schritt für Schritt, wie die Anmeldung funktioniert. Der erste Schritt ist, dass Sie Ihre IP-Adresse freischalten. Dazu öffnen Sie folgende URL. Diese URL finden Sie auch im Elias. Wenn Sie diese URL öffnen, sehen Sie einen Login-Screen, der ungefähr so aussieht. Dort können Sie sich jetzt mit diesem H1521 Benutzer anmelden. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis bezüglich Passwörtern. Sollten Sie noch keinen Passwortmanager verwenden, installieren Sie sich jetzt bitte als erstes einen Passwortmanager. Ein Passwortmanager mit zufällig generierten Passwörtern ist die einzige Möglichkeit, sichere Passwörter zu verwenden. Sonst verwenden Sie immer das gleiche Passwort, verwenden es mehrfach. Das führt dazu, dass wenn Ihr Passwort einmal geknackt ist, alle Ihre Accounts kompromittiert sind. Aus diesem Grund, wenn Sie noch keinen Passwortmanager verwenden, ist jetzt der Zeitpunkt, wo Sie kurz Pause machen und einen Passwortmanager installieren. Es gibt sehr gute, kostenlose Passwortmanager. Gucken Sie da einfach mal auf der Wikipedia. Ich selbst verwende den Passwortmanager Bitwarden, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen. So, also, das, was ich jetzt tun muss, um meine IP-Adresse freizuschalten, ist mich an dieser Webseite anmelden. Hier ist mein User. Wenn ich mich an dieser Webseite anmelde, bekomme ich eine ganz einfache Oberfläche. Diese Oberfläche besteht eigentlich nur aus einem Knopf, nämlich meine aktuelle IP-Adresse aktivieren. Wenn ich darauf klicke, bekomme ich nach kurzer Zeit einen Hinweis, dass meine IP-Adresse jetzt in den nächsten Minuten aktiviert wird. So, diese Aktivierung der IP-Adresse, die ist für ca. 24 Stunden gültig. Ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich glaube, das wird abends oder nachts irgendwann zurückgesetzt. Das heißt, eigentlich können Sie das jedes Mal machen, bevor Sie sich am ERP-System anmelden. Ja, und falls das nicht funktionieren sollte, falls Sie irgendwie gearbeitet haben und haben plötzlich keinen Zugriff mehr, aktivieren Sie einfach nochmal Ihre IP-Adresse. Nachdem wir die IP-Adresse aktiviert haben, ist der zweite Schritt die Anmeldung am eigentlichen ERP-System. Das erfolgt über diese relativ komplexe URL. Auch die finden Sie im Elias. Am besten bookmarken Sie sich diese URL direkt, dann haben Sie sie immer griffbereit. Falls die Freischaltung Ihrer IP-Adresse funktioniert hat, kriegen Sie beim Aufruf dieser URL einen Anmeldebildschirm, der ungefähr so aussieht wie das, was Sie jetzt bei mir hier sehen. Und an dieser Stelle können Sie sich jetzt mit Ihrem Lernbenutzer anmelden. Ich verwende hier einen anderen Benutzer, der heißt Master. Bei Ihnen würde an dieser Stelle jetzt eben der Benutzer Learn gefolgt von Ihren drei individuellen Zeichen stehen. Und das ist eigentlich die einzige Schwierigkeit, das Einzige, an was Sie denken müssen. Bei der zweiten Webseite den Learn-Benutzer, bei der ersten Webseite diesen H1521.
15.21 benutze. Wenn ich das gemacht habe, kann ich auf Anmelden klicken und nach kurzer Zeit sehen Sie jetzt hier den Hauptbildschirm, das sogenannte SAP Easy Access Menü. Das ist der Einstiegsbildschirm von ERP Lustig. Und damit werden wir jetzt in diesem Semester uns ganz viel beschäftigen. So, das war's jetzt erstmal für den Zugriff auf das System. Damit wissen Sie jetzt, wie Sie sich an dem SAP-System einloggen. Alles Weitere in den nächsten Videos.